Minecraft Hardcore One Block geht in die nächste Runde. In den letzten 800 Tagen ist dabei aus dem einen Block das hier entstanden. Unter anderem mein größtes Bauwerk, der japanische Tempel. In diesen 100 Tagen habe ich das aber noch einmal übertroffen und mein bisher größtes Projekt erschaffen, was ziemlich nice geworden ist. Also viel Spaß. Freunde der Sonne, ich begrüße euch herzlichst zu den nächsten 100 Tagen. Den 801. Tag startete ich mit dem Begrüßen meiner Tiere, wo ich eigentlich schon längere Zeit was mit meinen Skelettpferden und Zombiepferden machen wollte. Da jetzt meine neue Insel mit dem japanischen Tempel ja stand, entschied ich mich, die coolen Pferde dorthin zu transportieren, wofür ich einen kleinen Weg baute und anschließend mit einem Pferd nach dem anderen hinüberreitete. Dort packte ich alle an eine Leine und so war meine Tempelinsel ein wenig belebter. Anschließend baute ich den Weg wieder ab und craftete mir ein paar Endcrystals, mit denen ich den Enderdragon wiederbelebte. Das machte ich, weil ich in dieser Folge das End transformieren will und ich davor gern alle Endtransitportale geöffnet haben möchte. So bekämpfte ich den Enderdragon gleich zweimal und baute mich dann hoch, um zu checken, wie viele ich von den Portalen eigentlich schon geöffnet hatte. 5 Stück waren es bisher nur an der Zahl, also craftete ich mir weitere 20 Endcrystals, womit ich das 6., das 7., das 8., das 9. und das 10. Mal den Enderdragon besiegte. Damit hatte ich jetzt also insgesamt 10 dieser Endcity-Portale geöffnet, was genau der Hälfte entsprach. Dann holte ich mir für später noch auf schnelle Welle ein paar weitere Gastränen. Am Abend des 803. Tages checkte ich alle meine Spawn-Eier und für welche ich davon noch einen Käfig bei meinem Zoo bauen musste. Ich sortierte sie aus und zum Schluss entschied ich mich für 7 weitere Mobs, für die ich jetzt den Käfig bauen wollte. Dafür bereitete ich aber zuerst ein paar Sachen für den Bau vor, aber dann konnte die Erweiterung des Zoos beginnen. Am Abend des 806. Tages wurde ich damit fertig, wobei ich die neuen Gehege eigentlich ziemlich nice finde. Jetzt mussten aber natürlich noch die Mobs rein, wofür ich mir erst ein paar Nametags ertraden und dann umbenennen musste, aber dann konnte ich die nächsten paar Mobs spawnen. Die neuen im Zoo waren ein Enderman, eine Höhlenspinne, ein Lachs, ein tropischer Fisch, der übrigens echt nice aussieht, ein Trader-Lama und ein Magma-Cube und zu guter Letzt ein Fuchs. Als ich dann alle noch einmal betrachtete, brach einfach ein Feuer beim Trader-Lama aus, das ich mit aller Kraft versuchte zu löschen, wobei das Lama aber leider vor meinen Augen verbrannte. Jo, das war ziemlich ärgerlich. Ich baute die Lavastelle im Magma-Cube-Käfig einen Block weiter weg vom Holz und reparierte den Trader-Lama-Käfig wieder. Das nächste Mal, wenn ich also einen Wandering Trader mit seinen Lamas sehe, muss ich eins davon hier einsperren, weil Spawn Egg habe ich keines mehr davon. Naja, jetzt wollte ich ein wenig bei meiner Inselstadt weitermachen, und zwar wollte ich diese auch in eine schöne runde Insel verwandeln. Bis jetzt war sie ja einfach ein flaches Quadrat und so probierte ich die nächsten Tage es hier ein wenig runder zu machen, was mehr oder weniger funktionierte. An den 2 hinteren Rändern konnte ich sie nicht so schön rund machen, weil die Insel ja dort fast bis zum Eck bebaut ist, ein wenig abgerundet habe ich sie trotzdem einmal. Spannend wird es aber erst, wenn ich auch den Unterbau der Insel baue, aber darauf hatte ich jetzt gerade keine Lust, also baute ich mal den hässlichen Steinweg, der hier war, ab und entfernte anschließend diesen Holzweg, da wo früher mal meine alte Cobblestone-Farm stand. Nach langer Zeit sammelte ich dann mal meine ganzen Wollerzeugnisse ein, wovon echt schon wieder brutal viel zusammengekommen war. Damit wollte ich jetzt seit einer gefühlten Ewigkeit bei meinem Pixelart weitermachen, wobei ich die nächsten paar Tage damit verbrachte. Bis mir dann das Glas ausging. Dafür stand ich dann eine Viertelstunde AFK bei meinem Sandjuper und packte es dann anschließend in meinen Superschmelter. Das hätte aber brutal viel Kohle gefressen und da ich diese nicht komplett ausstrapazieren wollte, ging ich ein paar Mal in den Nether, holte mir dort Lava-Eimer und benutzte teilweise die als Brennstoff. Während das ganze Glas also am Schmelzen war, baute ich parallel dazu das ganze Glas über mein Pixelart, wo man jetzt glaube ich schon wirklich erkennen kann, dass es SpongeBob wird. Und nicht nur in Minecraft kann man sich so kreativ ausleben, sondern auch in Filmora, einer der besten Videobearbeitungsprogramme, die es gibt. Aber ich kann doch gar nicht schneiden. Doch, du kannst das ganz schnell mit Wondershare Filmora 13 lernen. Wenn ihr als Anfänger Videos machen wollt, dann ist die benutzerfreundliche Oberfläche perfekt für euch und ihr werdet euch komplett schnell zurechtfinden. Eine der wichtigsten neuen Funktionen ist die Enhanced Keyframe Funktion. Damit könnt ihr nicht nur die Position oder den Zoom ändern, sondern die Keyframes funktionieren jetzt auch auf Filter, Farbkorrekturen und Texte. Was aber auch noch richtig geil ist, ist das Draw Mask Tool. Du willst diesen Villager ausschneiden? Kein Problem, zeichne einfach mit diesem Tool die Ränder ab und zack hast du nur mehr den Villager, womit du jetzt machen kannst, was du willst.
Außerdem gibt es unglaublich viele Vorlagen und Ressourcen für euch und wenn ihr mal nicht weiter wisst, könnt ihr ganz einfach den KI-Filmora Copilot fragen. Der hat immer die passende Antwort für euch. Derzeit gibt es auch einen richtig dicken Black Friday Rabatt, wo ihr die Lizenzen noch günstiger bekommt. Also ladet euch Filmora kostenlos herunter, testet es und schreibt mir mit Hashtag Filmora eure Lieblingsfunktion in die Kommentare. Danke für euren Support und danke an Filmora für die Zusammenarbeit. Am 816. Tag braute ich mir ein paar Stärketränke für die restlichen Enderdragon-Kämpfe zusammen und anschließend holte ich mir die paar letzten Gastränen im Nether. Mit 9 Stärketränken und 40 End-Crystals machte ich mich also auf den Weg ins End, wo ich die nächste Zeit mit dem Enderdragon beschäftigt sein sollte. Mit der Zeit besiegte ich ihn auch immer schneller, auch weil ich die End-Crystals einfach in einem Flug zerstört bekommen habe. So besiegte ich den Enderdragon also ein 11., ein 12., ein 13., ein 14., ein 15., ein 16., ein 17., ein 18. und ein 19. Mal. Das 20. Mal sollte ja das allerletzte Mal werden, dass ich gegen den Ender Dragon kämpfe. Also genoss ich den Kampf wirklich bewusst und sammelte noch das ein oder andere Fläschchen Drachenatem ein. Dann war es aber soweit und ich sah den Ender Dragon ein letztes Mal. Jetzt hatte ich also alle 20 End-Transit-Portale geöffnet und die Transformation des Ends konnte beginnen. Ich baute zuerst mal den ganzen Schabernack ab, der einfach so rumstand und anschließend auch die ganzen Slabs, die ich wegen dem Transport von einer Schalkaya platziert hatte. Ich spawnte dann glaube ich meinen ersten Schneegolem, bei dem ich mir den ein oder anderen Schneeball farmte, weil das End, das kann ich jetzt verraten, wollte ich in eine Schneelandschaft transformieren. Die ersten Schneeblöcke konnte ich also schon platzieren und im Anschluss terraformte ich noch ein wenig in der Mitte. Wenn ich aber das ganze End transformieren will, musste ich ein wenig mehr Schneeblöcke farmen, also baute ich eine kleine Konstruktion in meinem Kistenlager auf. Als ich diese dann zum Funktionieren gebracht hatte, brauchte ich ja noch ein paar mehr Schaufeln. Diese snackte ich mir kurz vor meinem japanischen Tempel, packte dann noch auf jeder Unbreaking 3 und Mending drauf und farmte für die nächsten 70 Minuten nur Schneebälle. Parallel dazu craftete ich sie auch immer gleich zu Schneeblöcken, weil das Lager relativ schnell immer voll war. Das Endergebnis waren dann 2 versehentlich kaputtgegangene Diamantschaufeln und fast 3 volle Kisten mit Schneeblöcken. Den gesamten Schnee packte ich dann in Schalkerboxen, mit denen ich dann ins End ging und dort anfing, den inneren Bereich der Insel mit Schnee zu bedecken, wobei ich am Anfang noch ein wenig terraformte, dann aber den Schnee einfach über den Endstone platzierte. Allzu weit bin ich mit dem Schnee aber nicht gekommen, für das ganze End würde ich noch einiges mehr an Schneeblöcken brauchen. Also reparierte ich meine Diamantschaufeln, gradet sie alle auf Netherite auf, damit ich mit ihnen länger farmen konnte und baute dann noch kurz die Schneemann-Farmstation ein wenig um, damit das auch lief. Dabei starb auch einfach der Schneegolem am Regen. Naja, ab jetzt weiß ich aber, dass Schneegolems auf keinen Fall Regen abbekommen dürfen und so spawnte ich direkt den nächsten, bei dem ich für die nächste Stunde Schneebälle farmte, bis alle Schaufeln kaputt waren. Und ja, leider ging eine Netherite-Schaufel komplett kaputt. Ich reparierte sie dann alle bei meiner Pigman XP Farm, wo es das erste Mal wegen den vielen XP Kugeln einfach übertrieben zum Laggen begonnen hat und ich so meine Schaufeln dann einfach auf der Bedrock Decke fertig reparierte. Das fand ich schon recht lustig. Naja, weiter ging es mit 50 Minuten Schneefarmen, wobei die ganzen Schalkerboxen die gesamte Ausbeute war. Mit denen im Gebäck machte ich mich also auf ins End, wo ich die Transformation voranbrachte. Ganze 1,5 Stunden platzierte ich so viel Schnee, wie es nur ging und ich kam echt einiges voran. Jetzt fehlte nicht mehr allzu viel. Wobei, das war schon noch ordentlich viel Schnee, was ich hier verbauen wollte und so fing ich am 840. Tag an, weitere Schneebälle zu farmen. Nach einer Dreiviertelstunde circa gingen die Schaufeln kaputt, also musste ich sie reparieren gehen, machte das dann noch ein zweites Mal, ein drittes Mal und weil es so lustig war, auch gleich ein viertes Mal. Am Ende hatte ich dann diese ganzen Truhen voller Schneeblöcke, wo ich wirklich hoffte, dass diese ausreichen würden, weil so viel Schnee farmen wollte ich wirklich nicht mehr. Was ich mich dann auch gefragt habe, ist wie viel Schnee der Schneegolem eigentlich für mich produziert hat, das muss ja echt übertrieben viel sein. Naja, ich transportierte dann alles ins End und ich bereitete mich noch ein wenig mit Scaffolding und Wassereimer vor, da ich jetzt ja auch am Rand der Insel Schnee platzieren musste. Dann war ich aber ready und am 851. Tag konnte die Transformation des Ends in eine Schneelandschaft weitergehen. Jetzt kam ich ja auch zum Rand schon hin, wo es ein wenig umständlicher war, den ganzen Endstone mit Schneeblöcken zu überdecken. Und deswegen nahm ich das nicht mehr so unglaublich genau, als ich merkte, wie viele Tage eigentlich dafür verwendet werden.
Trotzdem will ich ja keine halben Sachen machen und so gab ich mein Bestes, das gut aussehen zu lassen. Am 864. Tag ging mir dann der Schnee aus, aber ich war echt schon unglaublich weit gekommen und für die grobe Oberfläche fehlte auch nur mein kleiner Teil. Am Rand der Insel fehlte aber noch einiges an Schnee, was jetzt aber nicht zur Priorität hatte. Zurück zu Hause brauchte ich mal eine Pause von dem Endprojekt und so überlegte ich mir, was ich noch machen wollte. Als ich dann auf meine zwei Füchse stieß, überlegte ich mir, dass ich sie auf der einen freigelassenen Wasserfallinsel unter der Tempelinsel unterbringen könnte. Also baute ich mal eine Eisenbahnstrecke von der Hauptinsel bis zur Wasserfallinsel und transportierte die Füchse dann hinüber. Einfach so konnte ich sie aber nicht dort stehen lassen, also baute ich auf schnelle Welle noch eine kleine Hütte auf, die jetzt nicht allzu aufregend war, aber den Füchsen hoffentlich trotzdem zu wohnen bzw. zum Bewachen reichen sollte. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ich sie benennen soll, weil Namen haben sie noch keine. Dann wollte ich aber wieder bei meinem Megaprojekt weitermachen, wo ich geplant hatte, ein kleines Dorf aufzubauen, wofür ich eine Menge Fichtenholz farmen wollte. Nur als ich Knochenmehl dafür holen wollte, bemerkte ich einfach das hier. Keine Ahnung warum, aber das Kistenlager ist irgendwie kaputt geworden und ich war echt kurz abgefuckt. Zum Glück war der Fehler nicht allzu schwer zu beheben und so funktionierte das Kistenlager eine Viertelstunde später wieder einwandfrei. Jetzt konnte ich aber beruhigt Fichtenholz farmen gehen, was ich für die nächste Viertelstunde machte und dabei fast eine Schalkerbox vollfarmte. Weiters brauchte ich noch Erde für die Wege im Dorf. Also machte ich wieder den Klassiker mit Coarse Dirt und farmte mir somit schnell 4 Stacks Dirt zusammen. Damit flog ich dann ins End, wo ich grob mal die Wege baute, damit ich circa weiß, wie das Dorf aussehen sollte. Leider kam ich erst dann drauf, dass ich nur aus den Grasblocken diese komische Erde, wo ich nicht mal weiß, wie man die genau nennt, machen konnte. Ja, das war ziemlich ärgerlich, das erst im Nachhinein zu checken. Naja, ich duplizierte wieder eine Menge Erde, wo ich dann gleich Grasblöcke dazu baute, damit die sich über die nächste Zeit ausbreiten konnten. Ich bereitete dann die restlichen Sachen für den Dorfbau vor, mit denen ich dann ins End ging und das Dorf zu bauen begann. Irgendwann ging mir dann aber tatsächlich das Holz aus, also machte ich wieder eine kleine Pause bei der Holzfarm, wo ich mit insgesamt fast 20 Stacks wieder liefern konnte. Im End wieder konnte ich das Dorf aber zu Ende bringen. Das sah schon recht in Ordnung aus. Das Dorf brauchte aber natürlich auch noch Schutz vor Eindringlinge, beziehungsweise hier im End eigentlich nur Enderman. Deswegen wollte ich eine Stadtmauer bauen und probierte ein wenig rum, wie es gut aussehen könnte. Als das finale Produkt dann so aussah, war ich eigentlich ziemlich zufrieden damit. Für die ganze Stadtmauer hatte ich aber nicht mehr genug Fichtenholz und so reparierte ich kurz meine Sachen und farmte dann anschließend bis zum 879. Abend eine ganze Schalkerbox voll. Dann konnte im End aber der Bau der Mauer beginnen. Als ich damit fertig war, sah ich mir das Ganze von oben aus an, was jetzt die Stadt noch einmal viel geiler aussehen ließ. Ich farmte dann noch kurz ein wenig Schnee, mit dem ich eigentlich die Stadt etwas beleuchten wollte. Aber zum einen spawnte ich mit dem leuchtenden Kürbis versehentlich einen Schneegolem und zum anderen konnte ich einen Leuchtblock, in dem Fall das Shroomlight, nicht mit Schnee bedecken, weil sonst der Leuchteffekt verloren gehen würde. Naja, das hatte ich mir zwar anders vorgestellt, aber ich platzierte die Shroomlights dann einfach so random am Boden. Jetzt war die Stadt auch ein wenig weiter ausgeleuchtet und mir fiel dann auf, dass ich ja noch vom End ein wenig mit Schnee bedecken musste. Also wollte ich das jetzt angehen und so reparierte ich meine ganzen Schaufeln und stand dann ein letztes Mal eine halbe Stunde beim Schneegolem und farmte mir damit 1,5 Doppelkisten Schneeblöcke zusammen. Damit ging es wieder ins End, wo ich den letzten oberflächlichen Teil des Ends mit Schnee bedeckte. Es waren zwar immer noch nicht die äußeren Ränder bedeckt, aber ich glaube, ich habe jetzt mehr als genug Schnee platziert. Es schaut auch auf jeden Fall ziemlich nice aus, muss ich sagen. Die Stadt war aber immer noch nicht ganz fertig. Eine Sache, die nämlich in einer Stadt auf gar keinen Fall fehlen darf, sind Bewohner. Also schleppte ich einen Villager nach dem anderen ins End, beziehungsweise probierte es, weil allzu einfach war das nicht. Im End baute ich dann eine Eisenbahnstrecke ins Dorf und ließ die Villager dann rüberfahren, wo ich dann einfach das zu Gesicht bekam. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es sieht auf jeden Fall lustig aus. Naja, ich platzierte dann Betten in den Häusern, wo ich dann versehentlich zweimal Rechtsklick gedrückt habe. Was mich einfach komplett erschreckt hatte, weil ich komplett vergessen hatte, dass die Betten ja im End explodieren. Ja, das ganze Haus brannte ab und ich fühlte mich nicht gerade toll. Wie auch immer, ich brachte weitere Villager ins End und anschließend in ihr neues Zuhause, wo ich auch noch in den ganzen restlichen Häusern Betten platzierte.
Am 887. Tag baut ich das explodierte Haus schnell wieder auf, was jetzt hoffentlich nicht mehr in die Luft gejagt wird. Dann habe ich mir die ganzen Grasblöcke gesnackt, mit denen ich dann die Wege in der Schneestadt baute. Anschließend platzierte ich auch noch auf allen Dächern ein wenig Schnee, damit das auch noch ein wenig besser aussieht. Zum Schluss platzierte ich auch noch ein paar Schneegolem, die immer auf Enderman schießen und sie sich somit immer wegteleportieren müssen. Und zwar so lange, dass sie außerhalb der Stadtmauer sind. Jetzt war ich aber endlich fertig mit dem nächsten Megaprojekt. Die Winter Village im Endstand und ich war mehr als zufrieden. Aber was sagt ihr dazu? Findet ihr das nice? Schreibt eure Meinung gerne dazu in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Zurück zu Hause sortierte ich das ganze Lager wieder kurz ein und ersetzte die hässlichen Endblöcke am Spawn endlich mit Wollteppiche. Dann kam ich drauf, dass die Katze hier doch ganz alleine war und einfach keine Aufgabe hatte. Deshalb brachte ich sie auf die Leuchtturminsel, die sie ab jetzt bewachen sollte. Die rote Halsschlaufe passt auch zufälligerweise gut zum Leuchtturm. Als nächstes wollte ich die Netherite-Rüstungen bei meinem japanischen Tempel vervollständigen. Insgesamt 9 Rüstungsteile fehlten noch und glücklicherweise hatte ich noch 11 Netherite in meinem Lager liegen. Ich craftete mir also mit meinen wenigen Diamanten die fehlenden Teile, gradete sie auf Netherite auf und verzauberte sie dann noch. Dann brachte ich die 8 vollständig verzauberten Netherite-Rüstungen zu Ende, die wirklich mächtig aussehen und worauf ich wirklich stolz sein kann. Eine Etage weiter unten fehlten aber noch ein paar Diamantrüstungsteile und da ich nicht mehr allzu viele Diamanten hatte, die ich nicht alle für die Rüstungen verschwenden wollte, flog ich wieder ins End, wo ich Entity für Entity lootete. Dabei sammelte ich aber keine Schalkerbox mehr, sondern holte mir nur den Loot, die Enderdragon-Köpfe und die Elytras. Nach einer Viertelstunde hatte ich dann alles beisammen und die nächste Etage mit Rüstungen war fertig. 2 Etagen weiter unten fehlten aber noch komplett die Goldrüstungen, also craftete und verzauberte ich die auch noch auf schnelle Welle und somit war diese Etage auch abgeschlossen. Für den Keller des japanischen Tempels habt ihr ja entschieden, dass ich hier auch eine kleine Village bauen sollte, aber als ich unten ankam, musste ich erst einmal wieder die ganzen Monster ausschalten und überall Fackeln platzieren. Dann entfernte ich noch überall den ganzen Schabernack. Für das Kellerprojekt war jetzt aber nicht mehr genug Zeit, also werde ich das erst nächste Folge angehen. Dafür nutzte ich die Zeit noch, um ein wenig beim SpongeBob Pixelart weiterzumachen, was ich bis zum 899. Tag machte. Bis mir eben wieder das Glas ausging. Also stand ich noch ein paar Minuten beim Sandduper, ließ alles schmelzen, holte mir als Brennstoff ordentlich viel Lava-Eimer und verbaute parallel dazu noch das ganze Glas. Und falls ihr euch fragt, wofür ich das ganze Glas eigentlich verbaue, ich will nicht, dass wenn ein Blitz einschlägt, die ganze verbaute Wolle einfach verbrennt und somit der halbe SpongeBob einfach wieder verschwindet. Naja, es war auch schon der 900. Tag und ich sammelte noch kurz ein paar Farmerzeugnisse ein, wovon wie immer echt viel zusammengekommen war. Dann wurde aber schon Nacht und der 900. Tag ging zu Ende. Das war es. Ich habe 900 Tage in Minecraft Hardcore One Block, ohne zu sterben, überlebt.